Gut. Herzlichen Dank, dass Sie zurückgekommen sind. Wie gesagt, steigen wir in den zweiten Teil ein. Wir gehen nun weiter in die Details der Netzplanung. Und ich bin sehr froh, dass wir hier zwei Experten von Swissgrid bei uns haben. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Wir haben Arthur Janssen. Dr. Arthur Janssen, er ist der Leiter von Market Development and Design bei Swissgrid. Er hat an der ETH Zürich studiert und doktoriert, wird aber selbst dann noch zwei, drei Worte dazu sagen. Und dann haben wir Matthias Schmidt, den ich auch sehr gut kenne von meiner Zeit noch beim Bundesamt für Energie. Er ist der Leiter System Design bei Swissgrid und wird dann wahrscheinlich auch noch zwei, drei Worte sagen. Besten Dank und viel Spaß. Ja, danke schön. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, ja, Ihnen die neue Netzplanung von Swissgrid vorstellen zu dürfen. Wie schon von Christian Schaffner gesagt wurde, ich freue mich besonders auch hier wieder zurück zu sein. Ich durfte hier an der ETH mein Doktorarbeit schreiben, an der ETH bei Professor Wokauen, zusammen auch am Paul-Scherrer-Institut bei den erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig auch in 2005 durfte ich hier mein Nachdiplomstudium bei MTECH, bei Management Technology and Economy, auch abschließen. Das heißt, ich freue mich nicht nur hier zu sein, das zu präsentieren. Vielleicht ist es auch so, Sie können hier da auch feststellen, inwieweit ich das Gelernte jetzt auch umsetzen konnte hier in diesen Arbeiten, die wir bei Swissgrid gemacht haben. Ich glaube, was die ETH auch sicher vermittelt hat und was sie auch mir vermittelt hat, was sie immer noch vermittelt, ist das Teamwork, die Zusammenarbeit. Und das ist ja auch, was wir eigentlich bei Swissgrid und auch mit den verschiedenen Stakeholder in diesem Projekt eigentlich versucht haben zu tun und sie auch sehr intensiv versucht haben zu leben. Einerseits habe ich mit meinem Team den ökonomischen Tag, der ökonomische Seite versucht darzustellen, zu schauen, ist das effizient, macht das Sinn auch aus der wirtschaftlichen Sicht. Matthias Schmidt hat genau von der anderen Seite, von der technischen Seite versucht darauf zu schauen und gesagt, ja, was ist das Netz, das nicht nur ökonomisch effizient, aber sicher auch robust, nachhaltig und auch sicher ist. Genau diesen Faktoren, wie es vorher Professor Andersson schon gesagt hat, die alle müssen wir ja berücksichtigen, um wirklich ein gutes, zukunftsfähiges Netz zu bauen. Jetzt gehen wir so auf die Reise. Die Reise geht so von den Szenarien, wo wir dann gleich darauf kommen, nach den Einleitungen, wirklich bis hin den verschiedenen Phasen der Netzplanung, bis hin dann die Frage, welches Netz haben wir am Ende, was wir auch am Ende diesen Vortrag dann auch präsentieren werden. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist gelegentlich auch schon angesprochen worden, ist die Frage, jetzt höre ich auch eine Verstärkung, ist die Frage, warum brauchen wir dann eine neue Netzplanung? Und da gibt es ja verschiedene Gründe, es gibt vier Gründe insgesamt dafür, würde ich sagen, vier Hauptgründe. Die erste Frage, der erste Grund ist ganz einfach. Bereits heute haben wir verschiedene Engpässe im Netz, bereits heute gibt es strukturelle Engpässe, die wir heute beheben müssen. Wir haben die auf der Karte versucht darzustellen, einmal im Gelb und einmal in Violett in den verschiedenen Landesteilen. Die Gelben sind die Engpässe, die wir heute vor allem damit beheben, dass wir den Transportkapazität, die sogenannten NTC, die Transportkapazität nach dem Ausland oder aus dem Ausland beschränken. Also eigentlich das, was das Netz eigentlich könnte, eigentlich einschränken müssen durch diese künstlichen Maßnahmen. Der zweite, diesen violetten Ausbauten, violetten Engpässen, das sind Engpässe, die wir damit nicht reduzieren können. Da haben wir entweder diese sogenannten topologischen Maßnahmen, also das sind sogenannte Netzschaltungen, wo wir wirklich das Netz von ihren physischen Gegebenheiten, von ihren Schaltungen ändern. Wenn das nicht geht, ist das nächste, was wir machen müssen, in diesem Fall dann wirklich auch die Kraftwerksleistung einzuschränken, also Kraftwerken den Auftrag zu geben, nicht voll zu fahren oder sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Da können wir heute mit leben, ob wir damit zukünftig leben sollen, das ist natürlich die Frage, die wir auch versucht haben zu beantworten. Der zweite ist genau der Netzübergang zu Swissgrid, der heute im Gesamtsystem bei Swissgrid liegt, das ist ein relativ junges Unternehmen. Und damit hatten wir jetzt zum ersten Mal auch die Chance, aus gesamtschweizerischen Sicht diesen Netzplan vorzunehmen. Im Vergleich zu den vorher verschiedenen Unternehmen, die das geplant haben, natürlich abgestimmt, aber lange nicht so gut, als wie wir das heute dann auch versucht haben. Dann haben wir die bereits angesprochene Energiestrategie 2050.
natürlich haben geänderten Bedingungen in der Schweiz, übrigens auch im Ausland, einen großen Einfluss auf das Netz. Und wenn sich die politischen Bedingungen und die Ziele der Schweiz ändern, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was dann das richtige Netz dafür ist. Und dann last but not least, wie schon von Herrn Schröder vorher angesprochen worden, wir müssen natürlich erstmal sorgen, dass das, was das Ausland plant, auch zu der Schweiz passt. Und dann so müssen wir dafür sorgen, dass das, was in Europa vor sich geht, auch in Deutschland oder auch in Italien, dass das auch in der Netzplanung berücksichtigt wird. Und deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, welchen Ausbauten brauchen wir, welchen brauchen wir wann. Soweit zu das Warum. Gehen wir weiter. Das ist so ein bisschen die Darstellung, was wir eigentlich in diesem Prozess gemacht haben. Wir haben einerseits auf der linken Seite diesen volkswirtschaftlichen Ansicht, wo ich am meisten mit meinem Team mitarbeiten dürfte. Und auf der anderen Seite haben wir die Netztechnik. Und man sieht, dass es so einige Interaktionen gibt, wo uns gegenseitig die Informationen weitergeben, aber auch gleichzeitig challengen und fragen, ja gut, das, was du auf der anderen Seite gemacht hast, ist das eigentlich richtig? Müssen wir nicht zusammensitzen und schauen, da gemeinsame Lösungen zu finden, damit man wirklich am Ende auch an einem Ziel ankommt, wo beiden Seiten sagen, ja, das ist wirklich die beste Lösung. Gehen wir ganz kurz durch. Das ist eben einerseits die Volkswirtschaft. Natürlich fängt man an bei den Szenarien, wo man versucht, faktenbasiert die Zukunft eigentlich ein bisschen einzuschränken und sagt, gut, was sind Sachen, die werden wahrscheinlich passieren, was sind Sachen, die werden wahrscheinlich nicht passieren, wo liegen die Unsicherheiten? Und da geht es unter anderem darum zu schauen, welchen Kraftwerken werden dann in den nächsten 10, 20 Jahren angeschlossen, welche werden wahrscheinlich nicht angeschlossen. Es geht um die Anschlüsse an den Verteilnetzbetreiber, welche Leistungen brauchen sie, wie gut müssen sie angeschlossen sein, aber es geht auch um eher wirtschaftlichen, rein wirtschaftlichen Faktoren, wie werden sich die Brennstoffpreise, Kohle, Öl und so weiter auch weiterentwickeln. Wenn wir das haben, dann gehen wir zur Marktsimulation, wo wir einfach richtig versuchen, in ganz Europa wieder den Markt spielen zu lassen, zu schauen, welchen Kraftwerken werden zu welcher Zeit eingesetzt, wie werden sich die Flüsse in Europa darstellen und auch, wie hier dargestellt, welche Pumpspeicherkraftwerken werden genau wann laufen und wie viel. Mit diesen Flüssen, die man dann damit generiert kann, kann man genau zur Netzsimulation gehen und da würde ich gerade Matthias fragen, da weiter zu gehen. Vielen Dank. Genau, vor ein paar Jahren wäre ich wahrscheinlich hier alleine gestanden, weil wir als Netzplaner hätten da vertikal unsere Szenarien selber aus dem Bauch, nicht aus dem Bauch, aber aus den besten Erfahrungen entwickelt. Jetzt haben wir wirklich ganze Jahre, die wir bekommen, jede Stunde von Kraftwerks einsetzen, die wir dann von der Netzplanung übernehmen und Netzsimulationen durchführen. Und wie mein Vorredner schon gesagt hat, wenn man nur die Schweiz simuliert, reicht das natürlich nicht. Wir haben Gesamtkontinentaleuropa mitgenommen, 9000 Leitungen und komplette AC-Wechselstromberechnungen durchgeführt. Bei Identifikation von Netzengpässen haben wir dann die entsprechenden Maßnahmen entwickelt. Und beim zweitletzten Stufe hier dann auch diese Projekte wieder bewertet, ob sie überhaupt volkswirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. Und diese weiteren Kriterien, multikriteriellen Ansätze, die wir zusammen mit Enzo entwickeln konnten, haben wir dann so konsequent durchgespielt. Also eigentlich diese Folie zeigt eigentlich drei Hauptänderungen gegenüber der bisherigen Planung. Neu ist, dass wir sämtliche Stunden in den Jahren durchrechnen, dass wir, wie die Folie schon zeigt, sehr stark verkettet sind zwischen Markt und Netz. Und als letzte wichtige Neuerung ist natürlich diese konsequente Durchführung der multikriteriellen Kosten-Nutzen-Analyse. In den folgenden Folien werden wir zu den einzelnen Punkten im Detail natürlich noch dazukommen. Dann übergebe ich wieder den Markt. Dankeschön. Jetzt gehen wir also in den Prozess rein, fangen ganz oben an. Und das sind dann die Szenarien. Das ist unser Szenario-Trichter, die wir erarbeitet haben, zusammen mit vielen Stakeholdern, auch immer wieder in die Industrie gegangen sind und gefragt, ja gut, sind die Annahmen auch plausibel? Wie könnte man das machen? Wo liegen so die Grenzen der Unsicherheit? Und was wir gemacht haben, und am Ende ist eigentlich zwei Basisszenarien zu machen. Und dann ist immer die Frage gestellt, 2025, in 10 Jahren, wie sieht es aus? Wofür müssen wir planen? Aber uns gleichzeitig auch die Frage gestellt, macht das in 2035 auch Sinn?
Ist das nicht zu viel? Aber natürlich auch die Frage, ist das nicht zu wenig? Wir können bis 2025 bauen, wir können natürlich wieder nachbauen, wir müssen aber schauen, ob das miteinander dann auch konsistent ist. Das ist die eine Richtung, die wir gemacht haben. Die andere Richtung ist genau die Frage, wie extrem sind die Annahmen? Und da haben wir dann noch zwei Extremszenarien gemacht. Gehen wir zu den einzelnen Szenarien, dann sehen wir, dass wir on track, gerade für die Schweiz, eigentlich versucht haben zu basieren, gerade auch auf den Annahmen und auf den Zielen, die in der Energiestrategie 2050 in der Schweiz drinstehen. Also da gehen wir davon aus, dass diese Strategie eigentlich umgesetzt wird. Beim Slow-Progress-Szenario gehen wir davon aus, dass es eigentlich eine Energiepolitik wie weiter ist. Keinen großen Veränderungen, sondern es wird weitergehen. Es gibt keinen wirklich großen Umsetzung, keinen wirklich großen Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel. Das Sun-Szenario ist sehr interessant. Da haben wir zusammen mit der Umweltallianz zusammengearbeitet. In der Umweltallianz, das ist ja eine Zusammenarbeit von hauptsächlich vier Verbänden. Das ist ja einerseits Greenpeace, einerseits die VCS, Pro Natura und das WWF. Und sie haben eigentlich gesagt und uns mitgeteilt und in Zusammenarbeit noch detailliert, wie sie eigentlich in 2035 sich eigentlich die Schweiz vorstellen, wie viel erneuerbare Energien es gibt, insbesondere auch, wie die Name schon sagt, auch mit Solarenergie. Ganz auf der anderen Seite haben wir dann das Stagnancy-Szenario und da haben wir uns die Frage gestellt, gut, was, wenn es nicht einfach nur langsam weitergeht beim Slow Progress, sondern wenn es wirklich stagniert, wenn wir quasi fast dieselben Preise haben, fast dieselben Gegebenheiten haben, als was wir heute haben. Was denn, was, wenn sich gar nicht so viel verändert? Welches Netz brauchen wir dann? Das meiste, da würde ich eigentlich so in weitergehen. Genau. Diesen Annahmen, diesen Szenarien, jede von denen haben wir dann eigentlich nachher simuliert. Und wir würden jetzt zwei Beispiele davon eigentlich rausnehmen und schauen, wie das dann aussieht. Hier sieht man genau eine Simulation über den gesamten Jahreszeit mit den Gigawattstunden, die jetzt produziert werden. Wichtig hier, wir haben hier vor jeder Woche eigentlich dann die Mittelwerte genommen oder die Kumulationen, wenn man will. Wir haben natürlich die Simulation pro Stunde gemacht und wenn man das pro Stunde anschaut, dann sieht man eine Grafik, die man heute auch bei einer der ersten Präsentationen gesehen hat. Natürlich mit Volatilitäten pro Stunde, die noch deutlich größer sind, als was wir hier dargestellt haben. Wir sehen ja auf der einen Seite hier auf der schönen Linie sehen wir den Verbrauch, wo es typischerweise im Winter mehr Verbrauch gibt und so etwas weniger Verbrauch. Die Feiertage sind natürlich normal ein Spezialfall. Und auf der anderen Seite sehen wir hier die Kernkraftwerke, die es noch gibt. Wir haben für den Slow Progress haben wir die Laufwasserkraftwerke, die Pumpspeicherkraftwerke und dann genau die Solarenergie, wo man schön sieht, dass auch im Sommer da die Sonne ein bisschen stärker scheint und auch da gibt es etwas mehr Erzeugung. Genau auf der anderen Seite haben wir dann das Pumpen der Pumpspeicherkraftwerke, die hier quasi ein Verbrauch ist in der Schweiz, auch negativ dargestellt sind. Ich glaube, das meiste, was man eigentlich hier sagen kann, das Erste, was auffällt, ist, dass wir gerade in 2025 in diesem Szenario, wie es teilweise heute schon ist, eigentlich eine Überproduktion, eine Übererzeugung im Sommer haben. Da werden wir exportieren. Im Winter haben wir eine Unterdeckung. Da werden wir also weiterhin importieren. Die Pumpspeicherkraftwerke helfen mit, gerade auch die Wochen und die Tage auszugleichen. Saisonal sind wir eigentlich auf den Austausch angewiesen. Jetzt gehen wir vom Slow Progress-Szenario nach einem etwas Randszenario zu dem Sun-Szenario, der sehr interessant gerade auch im Vergleich ist. Da sehen wir einen sehr großen Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir haben 16 Gigawatt, glaube ich, an Leistung da eingebaut. Gleichzeitig auch sehen wir auch hier einen Ausbau der Biomassekraftwerke. Was man auch sieht hier, deutliche Zunahme auch von Wasserkraft. Der Verbrauch, auch gerade im Winter, ist etwas reduziert worden. Auch die Spitzen sind etwas reduziert worden, gerade auch mit Demand Response, also Endkundenflexibilität und andere Maßnahmen. Nichtsdestotrotz sieht man auch hier, dass es natürlich einen sehr starken Overhang gibt, sehr starken Exportbedarf gibt im Sommer. Und im Winter werden wir auch hier in diesem Szenario weiterhin exportieren. Was man sieht, ist das Pumpen hier. Es gibt mehr Pumpen in diesem Szenario, es wird mehr gepumpt. Die Wasserkraftwerke werden intensiver genutzt. Im vorherigen Szenario kann man sagen, ja, da gab es noch eine bestimmte Unternutzung.
Da wird man auch im heutigen Marktmodell, was man auch in Zukunft möglicherweise noch sehen wird, Probleme haben, die wirklich wirtschaftlich zu betreiben. Diesen Daten, diesen stündlichen Daten für die Schweiz und für Europa, wie gesagt, die gehen eigentlich in die Netzsimulation rein und das wird Matthias Schmidt dann noch weiter erläutern. Bitte sehr. Okay. Genau. Was Sie hier sehen, ist der in sich geschlossene Prozess, wie wir vom Startnetz, wie wir es heute von Laufenburg aus betreiben, hinkommen zum technisch notwendigen Netz, nachdem wir diese neuen Kraftwerkseinsatzpläne bekommen von den künftigen Szenarien. Das Startnetz sieht wie folgt aus, Netz, wie wir es heute betreiben, rund 220 Leitungen, 140 Unterwerke. Und was wir schon berücksichtigt haben als Startnetz für die Netzausbauplanung, ist das heute schon bereits realisierte Anbindung von Lindlimmern nach Schwanden, die Nummer 11, und auch Nonnedros als Leitung haben wir schon zugrunde gelegt, dass wir richtig modellieren können. Dann gibt es weitere viele Unterwerke, wo wir aufgrund des Zustandes Projekte am Laufen haben. Und wie gesagt, diese 40 Grenzleitungen, die sind natürlich sehr stark vermarscht mit dem gesamten europäischen Netz. Entsprechend haben wir komplett von Portugal bis Polen, von Holland bis Griechenland komplett die Netze mit modelliert. Wenn wir das Startnetz haben, wir differenzieren noch die Umgebungstemperatur, Winter, Intermediate, April, September und Sommerwerte, wo da die weniger starke Ampere-Werte durchgehen. Wichtig ist jetzt, dass wir von den Marktsimulationen die stündlichen Einsatzpläne der Kraftwerke, die übernehmen wir in das physikalische Netz, knotenscharf, abgestimmt natürlich auch mit den Verteilnetzbetreibern und Kraftwerksbetreibern, die uns gesagt haben, wo diese Umsetzung stattfinden soll. Dann gehen wir rein in die Lastflussanalyse. Wir bekommen 8736 Netzmodelle für jedes dieser vorhin gezeigten Szenarien. Und bei der Lastflussanalyse, beim Punkt 2, erhalten wir dann diese Auswertung. Das ist jetzt ein Beispiel, dreidimensional. Sie sehen auf der X-Achse das Histogramm der Auslastungen jeder dieser Betriebsmittel, also alle Schweizer Leitungen und Transformatoren. Auf der Y-Achse sind die Leitungen der Schweiz kategorisiert von der schwächsten Leitung der Transportkapazität zu der stärksten. Und in der Höhe Z-Achse sehen Sie die Anzahl Stunden zur entsprechenden Auslastung. Leider kann der Mensch nicht vierdimensional schauen, sonst hätte man noch die zeitliche Darstellung machen können. Aber wir arbeiten daran. Jetzt wichtig, wenn wir so ein Szenario Slow Progress übernommen haben in das heutige Netz, sieht man, dass wir hier Überlastungen haben, über 100%. Und es geht bei der Netzplanung in den folgenden Schritten darum, dass wir diese Überlastungen wieder hinter die rote Linie bekommen. Und das machen wir, indem wir diese Engpässe identifizieren, sehr gezielt auf den schlimmsten Engpass hin uns richten und dann mit dem NOVA-Prinzip, das haben wir von den deutschen Kollegen übernommen. Da beginnen wir mit der Netzoptimierung, also bestehende Leitungen, wo wir bereits aus der Vergangenheit stärkere Isolationsgrenzen haben, wo wir die Spannung von 220 auf 400 Kilovolt umspannen können. Das ist die erste Möglichkeit und der erste Approach, den wir da ansetzen. Dann, wenn das nicht genügend ist, für diese Engpässe zu eliminieren, gehen wir einen Schritt weiter, machen die Netzverstärkung. Da nehmen wir bestehende Leitungen, wo wir im Trasse bleiben, aber wir können auf den Masten weitere Systeme installieren oder mehr Leiterseile pro Phase installieren. Da bleiben wir im Trassen. Und wenn das auch nicht ausreicht, würden wir dann einen Schritt weiter gehen. Da hat der Professor Frank ist dann direkt in den Boden gegangen. Wir würden dann noch neben dem Trasse eine Leitung bauen und die bestehende Leitung entsprechend zurückbauen. Und mit diesem Ansatz ist es eigentlich uns dann auch am Schluss gelungen, dass wir Anzahl Kilometer überhaupt nicht erhöhen mussten gegenüber dem heutigen Netz. Wenn wir das mehrmals durchgehen, kommen wir auf ein solches Bild. Für das gleiche Szenario Slow Progress, wir sehen wiederum diese rote Grenze bei 100%. Es gibt weiterhin einige Überlastungen.
Da ist zu sagen, dass wir hier eine klare Schwelle angesetzt haben. Wir werden nicht mehr als eine Gigawattstunde Überlastenergie zulassen pro Betriebsmittel. Also diese Fläche hier übers Jahr ist nicht mehr als eine Gigawattstunde Überlast. Es sind vor allem auch eher die kleineren, schwächeren Leitungen, die wir, wenn sie dann auftauchen, über topologische Maßnahmen oder auch Redispatch wieder beherrschen werden. Im Vergleich zum Slow Progress haben wir hier das Sun-Szenario eingespielt mit dem gleichen Netz. Und auch hier ist eigentlich interessant, dass auch die starken Leitungen, die vor allem die 380-Kilowatt-Leitung, stark ausgelastet sind. Das ist vor allem daher begründet, dass wir doch dieses Spiel haben vom Mittelland zu den Alpen und das Hin- und Herschieben der Leistung. Wir sehen auch hier am Bild, die eher schwächeren 220-Kilowatt-Leitungen sind stärker belastet aufgrund des hohen Druckes aus dem Verteilnetz. Wir sprechen hier von 16 Gigawatt Photovoltaik, das angesetzt worden ist im Sun-Szenario. Jetzt haben wir das technische Netz entwickelt und der nächste Schritt ist, dass wir diese Projekte auf dem Prüfstand nochmals genau bewerten. Also wir haben hier das Netz, wie wir es aus technischer Sicht brauchen. Und dann machen wir mit diesem sogenannten Take-Out-One-at-a-Time-Approach diese Projektbewertung. Der erste Schritt ist, wir definieren die zu bewertenden Projekte. Das ist dieses gelbe Projekt A, das nehmen wir weg. Wir haben damit auch schon die Investitionskosten abgeschätzt für die Net Present Value Berechnung. Wir schauen an, wie sich die Netzverluste im Netz verändern, wenn wir das Netz wieder schwächen gegenüber einem voll ausgebauten Netz. Die Netzverluste ist doch ein wichtiger Faktor für eine Bewertung deines Projektes. Wenn wir dieses Kriterium Robustheit und Flexibilität ist auch in der NZUE vorgegeben. Robustheit ist für uns dann gegeben, wenn wir Projekte in sämtlichen oder in den meisten Szenarien als notwendig betrachten. Dann sprechen wir von einem robusten Projekt. Flexibilität ist dahin gerichtet, dass wir Projekte bauen, die auch für die Zukunft weiterentwickelbar sind oder Abhängigkeiten untereinander der hier vorliegenden Projekte, dieser Aspekt. Wichtig, ein weiterer Aspekt, den wir hier betrachten, ist die Netzsicherheit. Da geht es darum, wenn wir Projekte wegnehmen, haben wir Gefahr für Kaskadenentwicklungen, sehen wir Probleme in der Spannungshaltung. Und der nächste wichtige Faktor ist die Versorgungssicherheit. Wenn wir Projekte nicht bauen, wie sieht es aus für die Ballungszentren von großen Städten? Eigentlich unsere nobelste Aufgabe. Was wir hier nicht machen, wir machen noch keine monetäre Bewertung. Wir haben das nie zu Ende diskutiert, was ist ein Blackout der Stadt Bern während 3 Tagen. Aber natürlich für uns die wichtigste Aufgabe. Wir werden hier auch strengere N-1-Kriterien anwenden. Dann kommen wir zum nächsten Schritt in der TUT-Analyse. Wir haben, wenn wir ein Projekt wegnehmen, neue Engpässe im Netz. Und die müssen wir eliminieren, indem wir den gezielten Redispatch machen. Also wir müssen wieder den Markt einschränken, sei es Kraftwerke lokal oder aber auch über die Landesgrenze. Und diese Einschränkung vom Markt wegen eines Nichtrealisierung eines Netzprojektes spielen wir zurück in das Markttool beim Arthur Janssen. Und er rechnet wieder ein ganzes Jahr durch und schaut die Preis, das Gefüge an, wie sich das ändert mit den Auswirkungen auf die Produzenten, Konsumenten und auf die Engpassrente. Und dieser ganze Strauß am Schluss wird dann zusammengestellt und darüber entschieden, ob ein Projekt weiter besteht oder ob wir es zurückgeben und nicht realisieren. Damit kommen wir auf das Ergebnis. Das sind die Projekte, die eben diese Prüfung bestanden haben. 9 Projekte, die wir für den horizontalen Nutzen brauchen. Und dann haben wir weitere 4 Projekte, die wir mit den Verteilnetzbetreibern entwickelt haben, aufgrund von Bedürfnissen seitens Anschlussnehmern aus dem Verteilnetz. Wenn wir vergleichen
oder am Beispiel von Chamois-en-Chypis, eines der sehr wichtigen Projekte für die Abtransportkapazität aus Somalis, dieses Projekt Nummer 1. Wenn wir das anschauen im Szenario Slow Progress, links sehen Sie die Auslastung stündlich über das Jahr. Auf der X-Achse sehen Sie sämtliche Stunden und auf der Y-Achse die Auslastung. Das ist beim Slow Progress. Was interessant ist beim Sun, wo wir in, bis 2035 schauen, sehen wir für die gleiche Leitung Chamois-en-Chypis eine noch höhere Auslastung, wiederum aufgrund dieses Zusammenspiels Pumpen produzieren zwischen Mittelland und den Alpen. Auf dieser Folie habe ich versucht, mal diese Projekte zu klassifizieren nach ihrer Funktionalität. Und da beginnen wir mit der wichtigen Verbindung von Chamoiseau über den Nofenen Pass nach Lavorgo ins Tessin. Das ist eine Verbindung, wo wir unbedingt brauchen, um die Produktion adäquat abzutransportieren. Auf dieser Strecke sind bereits Teile gebaut worden, 2005 von Airolo bis nach Ulrichen. Und bei anderen sind wir noch in der Projektierung, aber in guten Fortschritten. Also das sind zum Teil, wie ich vorhin gesagt, Chamois-en-Chypis wird auf einem neuen Trasse geführt. Aber die heute bestehende 28 Kilometer, die werden abgebaut. Also netto ist es die gleiche Distanz und größtenteils sind es neue Trassen. Ja. Mit den entsprechenden Optimierungen, dass man auch aus den Dörfern zum Teil rausgeht, an die Hänge, also da ist man ständig am Optimieren. Ein weiterer wichtiger Schritt aus dieser Produktionsschiene ist natürlich dann die Evakuation Richtung Norden. Und das sind die beiden auch heute schon bestehenden Leitungen. Da haben wir, wenn ich da weitergehe, das sind die Leitungen von Chypis über die Gemmi, über den Gemmi-Pass nach Bikigen, wo wir hier wirklich von einer Umspannung sprechen. Also beim Nova die Optimierung, das ist eine bereits isolierte 400 Kilowatt Leitung. Die andere Achse, die wir nach Norden führen wollen, ist ab Ulrichen über den Grimselpass nach Innerkirchen und dann weiter nach Luzern-Mettlen. Das sind diese beiden Achsen. Weiter aus als funktionale Abgrenzung kann man sprechen von den roten Projekten. Das sind die, die es uns ermöglichen, diese Leistung auch mit dem nördlichen Ausland, so das sogenannte Schweizer Norddach, zu erhöhen, diese Kapazität. Das ist einerseits Pradella-Lapunt. Dort spricht man von einem Verstärkungsprojekt. Das ist ein Masten, der auf einer Seite noch Platz hat, für ein zweites System aufzulegen. Dann Betznau-Mettlen, bekannt von Riniken, wo wir eine Teilverkabelung realisieren werden. Baskur-Mühleberg, die stärkste Leitung der Schweiz, ist eine Viererbündel, wo wir auch umspannen, eine bereits isolierte Leitung. Und dann haben wir noch zusammen mit den Kollegen von Paris, von RTE, eine Verstärkung zwischen Senicia und Forteil, das wir planen. Und dann kommen die, die wir zusammen mit den Verteilnetzbetreibern abgestimmt haben, das sind die, wo wir Richtung vertikale Anbindung uns weiterentwickeln. Und jetzt kommt meine Abstraktionsfähigkeit. Ich sehe nämlich hier ein Haus mit dieser Produktionsschiene als Fundament, den beiden Wänden als Mauern Richtung Norden ins Mittelland und dann das Dach, wo wir diese Erhöhung erreichen mit dem nördlichen Ausland. Und rechts noch den Anschluss zu den Verteilnetz. Die Analogie zu den Verteilnetzprojekten. Auch eine gewisse Wichtigkeit, die ich hier sagen möchte, ist, wir bauen jedes Mal, wenn wir so Projekte realisieren, haben wir eine Verbesserung natürlich. Aber eine richtig robuste, stabile Situation werden wir erst haben, wenn wir dieses ganze Haus gebaut haben. Wenn ich einen Teil vom Dach nicht habe, werde ich weiterhin punktuell Einschränkungen haben. Also das Optimum ist, wenn wir dieses Haus bauen. Und es ist ein abgespecktes Haus, es ist nicht eine super große Villa. Wir
haben aber dieses so gebaut, dieses Netz 25, dass wir eben auch die vorhin diskutierten Ausbauvorhaben kompatibel anbinden können. Wir haben drei Project of Common Interest. Eines ist diese San Giacomo-Verbindung von Alacqua Richtung westliches Region von Mailand. Die Leitung von Alacqua bis an die Grenze, die ist schon gebaut. Dann haben wir das zweite Projekt nach Italien, das ist der Green Connector, den hatten wir heute auch schon diskutiert, von Sils im Don Blesch über den Splügenplatz in dieser stillgelegten Ölpipeline nach Mailand. Und das dritte Projekt nach Deutschland, wo wir auch dran sind mit den Kollegen auf der anderen Seite der Grenze, diese Projekte zu untersuchen. Dann komme ich zur Abschlusspräsentation, dass wir eigentlich dieses Netz so haben, dass es unbedingt notwendig ist. Wir haben Leitungen weggelassen und mit diesen neuen Projekten müssen wir jetzt in die Realisierung gehen. Wir haben eigentlich zeigen können, dass diese Markt- und Netzsimulation erfolgreich durchführbar ist. Wir haben auch die politischen Diskussionen mit berücksichtigt. Das strategische Netz ist kompatibel für weitere Entwicklungen. Wir sind daran, diese zu diskutieren mit den benachbarten TSOs. Und wie gesagt, das Netz ist nicht überdimensioniert, es entspricht den normalen N-1-Kriterien von der Robustheit und ist technisch notwendig. Und zuletzt eben die die Kilometer, die wir da über das NOVA-Prinzip realisieren werden, sind vergleichbar mit den heutigen 6.000 Kilometer Stromkreiskilometer. Dann würden wir uns bedanken für die Gelegenheit, das zu zeigen. Danke. Besten Dank.